Sonntag. Ist immer noch Samstag. Und ich hatte das Kapitel angefangen. Ich habe mich entschlossen, das zu Ende zu lesen. Es ist aus dem Buch Das Leben in der Welt, die wir nicht sehen. Das ist von Anthony Borgia. Der war der Überbringer der Nachricht von Monsignor Robert Hugh Benson. Der war der Sohn von Edward White Benson. Der war Archbishop in Canterbury gewesen. Und Robert Hugh Benson lebte zwischen 1871 und verstarb 1914. Ich habe schon die ersten Kapitel gelesen aus diesem Buch und ich bin jetzt in dem zweiten Teil. Das Leben in der Welt, die wir nicht sehen. Es sind zwei Teile hier in diesem Buch. Und er ist jetzt, erklärt er uns von der Grunderde, the soil. Er sagte, als wir näher kamen an die höheren Reiche, die Erde, änderte sich die Erde, auf der wir gingen. Sie wurde feiner. Die Farben waren mehr delikat, mit einem Hint von Translucency, fast wie eine Durchsichtigkeit. Man konnte sofort sehen, dass es eine bessere Qualität hatte irgendwo und fühlen unter den Füßen. Und man konnte fühlen, dass man auf der Schwelle zu höheren Reichen wäre. Dieses Gefühl kommt nicht nur von dem Fußboden, aber es kommt von überall her. Auf näherer Examination, Untersuchung der Seele, können wir, dass da fast juwelenartige Qualität zu dieser Erde ist. Beides in Farbe und in Form. Die einzelnen Partikeln waren niemals missgeformt, aber folgten alle einem definitiven geometrischen Plan. Ruth und ich taten unsere Hände in diese Erde und erlaubten, dass sie uns durch die Hände lief, wie ein sanfter Fluss. Und als es durch die Hände lief, kam ein wunderbares musikalisches Geräusch, als wenn es auf kleine Mini-Instrumente fallen würde. Und dadurch wurde ein Effekt von einem Ripple von Sound gehört. So ähnlich wie eine Chime, nehme ich an. Ein genaues Ohr kann genau diese musikalischen Töne verstehen. Es ist ähnlich wie auf der Erde, wenn man am Wasser steht und die Wellen gehen vor und zurück und man hört das Plätschern des Wassers über die Steine. Aber hier braucht man noch nicht mal genau zuzuhören, denn die reiche Harmonie des Bodens von der Spirit World ist dazu gemacht, dass es auch sprechen und singen kann. The sound emitted in this way varies as much as the color and elements themselves vary. Die Geräusche, die kamen, änderten sich genauso wie die Farben und Elemente. Alles änderte sich und sie waren hier dafür da, damit wir sie hören. Wie kommt das her, fragst du dich vielleicht. Farbe und Sound. Ich weiß, dass Sound ist Geräusch, aber ich muss doch mal ganz kurz gucken, was das hier Google sagt dazu. Sound. Sound hat so viele Bedeutungen. Ton steht hier. Ja. Farbe und Ton, das heißt musikalischer Ton, sind austauschbar. Austauschbare Bezeichnungen in der Spirit World. Einen Akt zu perform. Um eine Tat auszuführen. Um Farbe zu produzieren, produziert man auch musikalische Töne. Um auf einem musikalischen Instrument zu spielen oder zu singen, heißt, dass man auch Farben kreiert. Und jede Kreation ist geleitet oder begrenzt
von der Kunst und Proficiency des Instrumentalisten oder dem Sänger. Ein Meistermusikant, wenn er auf seinem Instrument spielt, baut er eine wunderbare musikalische Gedankenform, das sich ändert in Farben und Schatten und Schatten, das sich ändert in Farben und Tönen, in strenger Zusammenarbeit mit der Musik, die er spielt. Ein Sänger kann ähnliche Effekte kreieren bezüglich der Reinheit seiner Stimme und die Qualität der Musik. Die Gedankenformen, die damit gebaut werden, sind nicht sehr groß. Es ist eine Form in Miniatur. Aber ein großes Orchester oder eine Gruppe von Sängern können eine immens große Form konstruieren. Alles ist bei demselben Gesetz geleitet. Die musikalische Gedankenform an sich selbst produziert keinen Ton. Es ist der Result. Das ist das Resultat vom Ton. Und es ist, wie man sagt, ein selbstbestandenes Unit. Obwohl Musik immer Farben hervorbringt, wird die Farbe zu der Musik sich anpassen. Jede hat seine resultante Form. Die reproduzieren nicht andauernd denselben Ton. Es ändert sich, es wird lauter, es wird leiser und es alterniert oder wechselt sich ab zwischen Musik und Farben. Man darf sich nicht vorstellen, dass unsere Ohren andauernd Musik hören müssen, dass wir mit anderen Worten in einer immerwährenden musikalischen Welt sind, ohne aufhören. Es gibt keine Minds, es gibt keine Geister, die so etwas aushalten könnten, egal wie wunderbar es ist. Nein, wir haben hier auch Friede und Stille. Natürlich, dieses ist der Himmel. Die Musik ist hier, aber wir können uns damit vergnügen oder nicht. Ob wir es hören wollen oder nicht, bestimmen wir. Wir können uns komplett isolieren von allen Geräuschen. Oder wir können uns zu allen Geräuschen öffnen. Oder wir können nur das hören, was wir gerne hören möchten. Manchmal auf der Erde kannst du doch auch Musik hören in der Distanz, ohne dass es dich stört. Manchmal, im Gegenteil, findet man es sehr angenehm und beruhigend. Und so ist es auch hier in Spirit. Der große Unterschied dazwischen ist, oder zwischen unseren beiden Welten ist, das Potenzial für Musik des höchsten Grades sind weitaus höher als das, als es auf der Erde sein kann. Der Geist der Spirit-Person, die eine tiefe Liebe hat für Musik, wird natürlich mehr hören, weil er es so wünscht, als jemand, dem Musik nicht viel bedeutet. Um wieder zurückzukommen auf das Experiment, das Ruth und ich gemacht haben mit der Erde, als wir es durch unsere Hände liefen lassen, haben wir beide große Freude an der Musik gehabt. Ruth eigentlich noch mehr als ich, denn sie ist in Musik trainiert und hatte eine größere Anerkennung und ein größeres Verständnis für diese musikalischen Techniken, die wir hörten. Ich habe euch doch gesagt, in dem Moment, wo die Erde unsere Hände verließ, konnten wir ein wunderbares Geräusch hören und Töne hören. Jemand anders, der dieselbe Aktion macht oder dieselbe Tat macht, aber keine besondere Anerkennung für Musik hat, wäre fast sich gar nicht bewusst über irgendein Geräusch. Die Blumen und alle wachsenden Dinge respondieren oder reagieren
sofort zu dem, der sie liebt und sie anerkennt. Die Musik, die gespielt wird, operiert unter den genau gleichen Gesetzen. Ein Einstellen desjenigen, der dieses erhält, ist wie eine Relationship, wie eine Freundschaftsbeziehung und braucht einen Geber und einen Nehmer. Ohne das wäre es nicht möglich, sich bewusst zu sein über die musikalischen Geräusche, die überall herkommen aus der Spirit-Natur. Mit der Spirit-Natur meine ich natürlich alle Dinge, die wachsen und die Seen und die Flüsse. Im Prinzip alles Wasser und die Erde und der Rest. Umso größer die Kraft ist des Individuellen, dieses anzuerkennen und zu genießen, umso größer wird das Geschenk sein und das Ausfließen der magnetischen Kraft. Nichts wird vergeudet in der Spirit World. Wir zwingen niemals jemanden auf etwas, was er nicht möchte. Es ist egal, ob es Musik ist oder Unterhaltung oder ob es Studieren oder Lernen ist. Wir sind freie Agenten in jedem Sinne des Wortes. Innerhalb des Realms, in dem wir uns bewegen oder in dem wir gelandet sind, nachdem wir unseren Körper verlassen haben. Es wäre ein scheußlicher Gedanke, sich vorzustellen, dass die Spirit World voller von einem Pandemonium ist, von Musik, das andauernd weitergeht, das sich nicht vermeiden lässt. Das ist ein Gedanke, den kann man sich gar nicht vorstellen hier. Nein, die Spirit World ist viel besser organisiert als das. Die musikalischen Geräusche sind hier, aber es kommt ganz und gar auf die individuelle Person an, ob sie sie hören kann oder nicht. The secret is personal attunement. Das Geheimnis ist persönliche Einstellung. Es gibt Leute auf der Erde, die besitzen die Fähigkeit, sich mental zu isolieren von ihrer Umgebung, sogar zu so einem Grad, dass sie komplett oblivious bekommen, also werden, dass sie komplett vergesslich werden über das, wo sie sich befinden. Sie können sich so isolieren, dass sie nichts hören, was um sie herum passiert. Dieses Stadium vom kompletten mentalen Abtrennen kann uns als Analogie dienen hier. Denn der Effekt, der produziert wird in uns selbst, durch diese Ausscheidung von Geräuschen, die wir nicht hören, ist hier eine normale Sache. Aber im Gegenteil zur Erde brauchen wir hier keine große Kraft der Konzentration auszuüben. Es ist einfach ein anderer Prozess der Gedanken. Und genau da so, wie wir diese Gedanken benutzen, uns vorwärts zu bewegen. Nach einer Weile, in der man hier in der Spirit wird, gewöhnt man sich schnell daran, dass alles durch mentale Funktionen passiert, ohne große bewusste Anstrengung. Die sind ein Teil unserer Natur und wir benutzen nur das, was es einfach macht, ohne die örtlichen Limitationen und Grenzen und Restriktionen. Mentale Methoden sind einfach anzuwenden. Auf der Erde sind unsere physikalischen Körper in einer schweren physikalischen Welt. Und daher können wir diese mentalen Prozesse nicht ausführen in dem Sinne, wo man sofort physikalische Resultate hat.
In der Spirit World sind wir frei und unbehindert. Und die Aktionen der Gedanken werden sofort in die Tat umgesetzt. Als direkter Resultat von das, was wir dachten. Es kann uns Fortbewegung mit der Schnelligkeit unserer Gedanken. Oder wir können es ausschließen, wenn wir nichts hören wollen. Wenn wir es nicht erleben wollen. Auf der anderen Seite können wir auch unsere Gedanken weit öffnen und uns eingleichen mit den Farben und Geräuschen, die um uns herum erscheinen. Wir können unsere Gedanken öffnen oder wir können sie schließen. Zu den wunderbaren Parfums in der Spirit World, die hier sind für unsere Glücklichkeit und unsere Zufriedenheit. Diese für mich sind wie ein Tonic auf meinen Geist. Aber sie werden nicht auf uns gezwungen. Wir bedienen uns einfach so, wie wir wollen. Es muss immer in Gedanken behalten werden, dass das Spiritland fundiert ist auf Gesetz und Ordnung. Aber das Gesetz ist niemals etwas Oppressives oder Scheußliches, weil dasselbe Gesetz und dieselbe Ordnung hat geholfen, dieses Land in ein wunderschönes Himmel und in ein wunderschönes Land zu machen und das Wunder dieses himmlischen Reiches ist unendlich. Okay, das ist das Ende von dem zweiten Teil, das heißt die Grunderde, the soil. Und ich bin jetzt auf Seite 109 und das dritte Kapitel in diesem Teil heißt Building Methods, also die Methode, wie man Dinge baut. Das wird interessant. Happy Saturday!